Aber wie gesagt, normal kann ich schon mehr vertragen wie drei Gläser Champagne. Was mir eigentlich am wenigsten gefällt, das sind die Arme. Da fehlt noch ein Stück. Und zwar hier, der Bizeps ist noch nicht ganz aufgefüllt, das sieht man ganz deutlich. Das ist, weil ich einen recht langen Arm habe, weil ich eigentlich recht groß bin. Trizeps könnte auch noch dicker sein. Und für Bizeps, dass der ganz ausgefüllt ist, muss man Langhandelübungen machen. Und zwar immer strecken. Das gibt dann die Länge im Arm. Latissimus von vorne muss noch breiter werden. Der wird immer erdrückt von den Schultern. Von mir von hinten ist er eigentlich schon nicht schlecht. Aber bin ich noch nicht mit zufrieden. Die Rückenmuskeln, ja, sind schon alle recht gut vorhanden, müssen nur noch Tiefe bekommen, dass sie bei einem Wettkampf zum Beispiel auch von hinten gut rauskommen, wenn man ganz hinten sitzt im Publikum. Oberschenkel sind mir eigentlich oben schon dick genug, nur über dem Knie noch brauche ich noch mehr Dicke. Dafür macht man sehr viel Hackenschmidt-Übungen oder Frontkniebeugen und Beinstrecker. Mal die Waden angucken. Ja, die dürften bei mir noch definierter sein. Da muss man das ganze Jahr über dann mit relativ wenig Gewicht viel Wiederholungen machen. Das sieht man jetzt hier gut, da fehlt die Definition noch. Ja, fangen wir mal mit dem Training an. Man nimmt die Handeln dann im schulterbreiten Griff ungefähr, eher etwas breiter als schmäler. Und dann wie gesagt von ganz unten, von der gestreckten Armform hoch. Und wieder ganz strecken. Das gibt dann die Länge im Bizeps. Aber es ist auch wichtig, dass man mit dem Kreuz immer gerade bleibt, dass man also so trainiert und nicht diesen hier. Weil es erstens mal Rückenschmerzen verursacht und zweitens den Bizeps dann entlastet, da ist der Effekt dann nicht so groß. Das gleiche kann man auch mit dem Kreuzhandel machen. Das ist auch eine sehr gute Bizepsübung. Wieder die Arme ganz strecken und hoch. Um eine schöne Ausformung des Bizeps zu erreichen, kann man das Ganze dann nach oben drehen, nach außen drehen. Strecken und drehen. So. Das ist jetzt eine sehr gute Trizepsübung. Übrigens meine Lieblingstrizepsübung, die konzentriert. Dabei muss man darauf achten, dass man es wie gesagt konzentriert ausführt und dann die Handel von der gegenüberliegenden Schulter hoch in die Streckung bringen. Dabei kann man mit dem freien Arm den trainierenden Arm an den Kopf drücken. Zur Schulter und wieder hoch. Aber auch hier muss man darauf achten, dass man das Ganze in einem ungefähr hydraulischen Bewegungsablauf ausführt, wie jede Übung. Also nicht unten bleiben und warten, und hoch und warten, noch nicht unten bleiben und das Gelenk einrasten lassen, sondern immer schön gleichmäßig die Übung ausführen. Das ist sehr wichtig.
ist jetzt eine sehr gute Übung für die hinteren Rückenmuskeln, um sie, wie gesagt, dann dicker rauszubringen. Und zwar, das nennt man vorgebeugtes Seitheben. Dabei ist es wichtig, dass man die Arme wirklich einfach nur zur Seite hebt. Und auch wieder nicht ruckartig. Dann kann man die Übung etwas abändern. Dafür braucht man dann allerdings eine schwerere Handel, indem man die Arme abwinkelt. Und die Übung dann auch gleichmäßig ausführt. Jetzt hebt man die Arme einfach nur hoch in einem abgewinkelten Zustand. Und das bringt dann, wie gesagt, die Dicke in den Rückenmuskeln. Jetzt kommt meine Lieblings-Latissimus-Übung, und zwar die Klimmzüge. Das ist die wichtigste Übung für den Latissimus, für den Rückenmuskel, weil man hier das eigene Körpergewicht ziehen muss. So viel zieht man an einer Zugmaschine meistens nicht. Man kann es natürlich noch erschweren mit Gewicht, das mache ich auch in der Aufbauphase, bin ich mir dann noch 10 Kilo dran. Aber jetzt zeige ich es erstmal so normal. Und zwar benutzt man hierfür so Schlaufen. Die helfen einem sehr gut, dass man sich dann wirklich nur auf das Ziehen konzentrieren kann. Und nicht noch aufpassen muss, dass man nicht von der Stange abrutscht. Hier ist es auch wieder sehr wichtig, dass man den eigenen Körper bis ganz nach unten dehnt, dass man also den Latissimus dehnt, den Körper ganz runter lässt und wieder ganz hoch zieht. Wichtig ist auch für Anfänger jetzt zum Beispiel, dass sie die Klimmzugübung ausführen. Egal, ob sie jetzt das erste Mal einen Klimmzug schaffen oder nicht, probiert es aus, lasst euch helfen an den Füßen oder an der Taille und macht dann zumindest die Negativphase, also wenn ihr von oben runterkommt, alleine. Hoch kann euch jemand helfen und dann alleine wieder runter. Dann werdet ihr merken, nach einem Monat, zwei Monate Training, schafft ihr das erste Mal euren eigenen ersten Satz mit 8 Wiederholungen alleine. Das ist jetzt eine Oberschenkelübung, und zwar die Beinstreckerübung. Hier trainiert man den Quadrizeps, also den vorderen Teil des Oberschenkels. Man muss die Beine ganz strecken und dann wieder so weit nach hinten lassen, zurücklassen, bis kurz bevor das Gewicht hinten sich berührt. Also, dass man die ganze Zeit eine Belastung auf den Oberschenkeln hat. Jetzt mache ich die wadenstehende Übung. Dafür empfiehlt sie sich, einen Trainingsgürtel anzuziehen, weil der nämlich die Wirbelsäule unterstützt. Da ist also kein Modegag, sondern wirklich ein Hilfsmittel im Training. Unterstützt, wie gesagt, die Wirbelsäule.
ganz hoch gehen, bis auf die Ballen der Füße und dann ganz absinken. Gut. Das ist jetzt die Hakenschmiedübung. Die macht man, wie gesagt, für den Beinstrecker, für die Dicke des Oberschenkels über dem Knie. Hierfür braucht man auch wieder einen Stützgürtel. Man stellt sich ganz nach vorne mit den Beinen. Jetzt geht man runter in den rechten Winkel, also bis man mit den Beinen Oberschenkel parallel zum Fußboden ist. Nur da ganz durchstrecken. Wenn man die Oberschenkel im ausgestreckten Zustand nochmal anspannt, kann man die ganze Wirkung verstärken. Das ist jetzt eine Übung, und zwar die Hyperextensions. Die ist speziell für den unteren Rückenbereich. Das sollte man ausführen, wenn man Probleme hat, Schmerzen hat im Rücken. Was sich ja durch Büroarbeit oder sonstige Verspannung, die unter die ganze Woche über ergibt, ist also die Übung sehr effektiv dafür. Man geht ganz runter mit dem Körper und dann so hoch, wie es geht. Dabei muss man beachten, dass man nur noch mit den Füßen in der Rolle hinten hängt. Keine Angst haben, man kann das Gleichgewicht so nicht verlieren. Man merkt die Anspannung im unteren Rücken sofort nach der Übung. Wenn man etwas ins Hohlkreuz geht, merkt man, dass man hier eine Art Widerstand im unteren Rücken hat. Do it! Do it! Come on! Come on!